Was ist ein endlicher Automat? Ich mache das erstmal, ich führe das von der Idee erstmal so ein und dann gucken wir uns an, was da formal so passiert. Stellen Sie sich vor, Sie, wo ist hier ein Getränkeautomat im Gebäude? Ganz unten am Eingang, ne? Der wartet darauf, dass Sie Geld einwerfen. Den möchte ich jetzt ganz gerne modellieren. Ja, und was wir dann am Ende rauskommen, wird ein endlicher Automat sein. Ja, aber zunächst gehen wir erstmal so intuitiv da dran, überlegen uns, was eigentlich so eine Maschine irgendwie alles leisten muss. Also wir haben einen Getränkeautomat und wir sagen, wir möchten jetzt gerne drei Sorten von Getränke in diesem Automaten vorrätig halten. Und ich mache das hier ganz einfach. Wir haben Wasser, das kürzt sich mit W ab, wir haben Apfelsaft und wir haben Orangensaft. Ich könnte das auch mit jedem anderen Getränk machen oder mit Haribo, Goldbärchen, sonst was. Einfaches Modell. So ein Automat, wenn er da so rumsteht, dann wartet er erstmal, ist in irgendwie so einem Wartezustand. Ich male das mal so hier als so ein Kringel dahin. Ich sag mal, ich schreibe das mal, nenne das mal Start. Ja, der wartet. So, und dann, was macht man mit so einem Automaten? Naja, guckt man da drauf, was hätte ich dann gerne? Und bevor ich da irgendwas ausgeben kann, muss ich Geld einwerfen. Ja, und wir sagen jetzt mal, wir haben das Geld, was wir hier zulassen, was wir da einwerfen können, das seien Münzen, 50 Cent und 1 Euro. Ja? Und wenn ich jetzt so einen Automaten habe, der ist hier im Wartezustand, Start, oder Startzustand. Ich werfe jetzt mal 50 Cent ein. Ich schreibe das mal hier so dran. Ich schmeiße 50 Cent rein. Dann ist er ja nicht mehr im gleichen Zustand wie vorher. Ja, der weiß ja jetzt, jetzt habe ich schon 50 Cent entgegengenommen. Das kennzeichne ich mal dadurch, dass ich jetzt beispielsweise, ich nenne das mal Q50. Soll einfach andeuten, aha, 50 Cent sind schon eingeworfen worden. Das gleiche, was hatte ich gesagt, 1-Euro-Münze kann ich auch einwerfen. Mache ich mal hier irgendwie so einen Kringel hin, nenne ich jetzt entsprechend Q100. Ich werfe 100 Cent ein oder 1 Euro. Ich mache es mal mit 100 Cent. Und was habe ich noch nicht gesagt? Ich habe noch nicht gesagt, die Getränke kosten jeweils 1,50 Euro. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier 50 Cent eingeworfen habe, dann reicht das noch nicht aus, um beispielsweise dann so eine Auswahltaste zu betätigen und der Automat dann das entsprechende Getränk ausspuckt. Also muss ich irgendwie weiter Geld einwerfen und zwar muss ich irgendwie so lange Geld einwerfen, bis ich 1,50 Euro zusammen habe. Wie komme ich dahin? Indem ich beispielsweise hier sage, naja, ich habe jetzt hier 1,50 Euro und beispielsweise, wenn ich von dem Zustand aus, ich nenne das jetzt mal Zustände, diese Kringel, wenn ich da 1 Euro einwerfe, dann lande ich in genau diesem Zustand. Ne, 1,50 habe ich gesagt. So, 1 Euro werfe ich da ein. OneNote funktioniert nicht mehr. Das ist schon mal super. Jetzt habe ich keine Eingabetaste. So ist das mit der Technik. Zack. Jetzt hat er mir alles gelöscht. Ist nicht so schlimm. Wir machen das ganz schnell neu. Start. Kann ich es auch ein bisschen größer machen. Wir haben hier Q50 gehabt. So, ich habe von Q50 aus komme ich wieder mit der Eingabe von 1 Euro oder 100 Cent, komme ich in den Zustand Q150. Wenn ich hier nur 50 Cent einwerfe, dann lande ich bei Q100. Und wenn ich bei Q100 bin und 50 Cent einwerfe, dann lande ich bei Q150. Und wir sagen, das ist ein ganz einfacher Automat, der gibt kein Rückgeld. Das heißt, wenn ich auch hier 100 Cent einwerfe, dann landet er auch in diesem Zustand. Ja, der Zustand ist sozusagen der Auslöser dafür, dass ich jetzt Eingaben, Auswahleingaben entgegennehmen kann, um jetzt hier beispielsweise Apfelsaft, Wasser und Orangensaft auszuwählen. So,
Jetzt bin ich soweit. In diesem Zustand kann ich sagen, aha, jetzt ist genug Geld da. Jetzt ist genug Geld da und kann jetzt diese drei Programmtasten, Auswahltasten wählen. Ja, die nenne ich mal irgendwie, sagen wir hier QW. Das ist ein Zustand, dass ich irgendwie Wasser haben möchte. QA für Apfelsaft und QO für Orangensaft. Ja, und wenn ich dann beispielsweise die Taste, nennen wir sie mal, nennen wir sie groß W. Ja, das ist sozusagen die Wahltaste, dass Sie jetzt Wasser haben wollen. Das ist die Taste, die Wahltaste für Apfelsaft und das ist die Wahltaste für Orangensaft. So, und bei so einem vernünftigen technischen System ist es immer so, naja, vielleicht habe ich mich ja vertippt. Ich muss nochmal explizit bestätigen, dass ich sage, so, wenn ich jetzt hier diese Auswahl sozusagen eingebucht habe, dann muss ich nochmal irgendwie bestätigen, dass dann wirklich das Getränk rauskommt. Ja? Das heißt, um diesen Zustand Ausgabe zu erreichen, muss ich nochmal irgendwann, nennen wir es Groß B oder Klein B, für bestätigen. Ja? Dann gelange ich in einen Zustand, der den Automaten dazu bringt, dass er jetzt eins dieser gewählten Getränke ausgibt. So, und um das irgendwie vernünftig darzustellen, sage ich mal, ich mache jetzt, um zu sagen, wo denn der Anfang ist in so einem Automaten, mache ich hier oben so einen kleinen Haken dran. Und um zu sagen, naja, jetzt haben wir irgendwie eine gültige Ausgabe erreicht, mache ich hier unten mal so einen kleinen zweiten Kringel drum, ja, um diesen Zustand Ausgabe. Was ich da jetzt schon hingemalt habe, ist schon ein endlicher Automat. Was mache ich mit so einem endlichen Automaten? Ich kann mich ja jetzt vor so einem Automaten da vorstellen, nehmen wir wieder diesen Getränkeautomaten, und versuche, diese möglichen Eingaben, die ich da tätigen kann, nämlich den Bestätigungsknopf zu drücken, den Auswahlknopf zu drücken, Geld einzuwerfen, kann ich ja in jeder beliebigen Reihenfolge machen. Ja? Also eine Eingabe wäre beispielsweise, ich drücke W, ich drücke A, ich drücke 50, indem ich dann 50 Cent einwerfe, ich drücke B. Ja, das ist eine Eingabefolge, wenn ich mich jetzt vor den Automaten da vorstelle, die möchte ich nicht akzeptieren. Nicht akzeptieren heißt, ich möchte am Ende kein Getränk ausgeben. Macht keinen Sinn, diese Eingabe. Eine sinnvolle Eingabe wäre beispielsweise 50, eine 0 ist ein bisschen komisch, ne? 100, dann drücke ich beispielsweise, jetzt wollen wir mal Orangensaft haben, B. Ja? Ist genauso eine Eingabe jetzt sozusagen von den Symbolen. Wir hatten das letzte Mal, hatten wir ganz kurz über Alphabete und über Worte gesprochen. Ja? Das ist hier genauso eine Symbolfolge wie die hier unten, diese beiden. Ja, mit dem einen einzigen Unterschied, dass diese Symbolfolge hier, dass sie zu einer vernünftigen Ausgabe führt. Vernünftige Ausgabe heißt in diesem Fall, dass der Automat auch ein Getränk ausgibt. Ja? Während diese Eingabe hier oben, ja, das ist keine vernünftige Eingabe. Ja? Das macht zwar sozusagen von dem Doing her, ja, kann ich das machen als Nutzer, aber ich kann da, wer weiß wie oft, das W oder das A tippen, solange ich nicht genug Geld eingegeben habe, wird der Automat kein Getränk ausgeben. Und das, was ich hier gekennzeichnet habe, ja, das Ding hier oben, das nennt man Startzustand. Das, was ich hier unten habe, sind die sogenannten finalen Zustände, auch Endzustand genannt. So ein angestrebtes Ziel ist es immer, dass ich, wenn ich jetzt eine Folge von möglichen Eingaben habe, ja, wie das beispielsweise dieses Ding hier darstellt, dass ich die quasi in den Automaten reinstecke, in dem Zeichen für Zeichen abgearbeitet wird, und dann gucke, lande ich am Ende in so einem Zustand, Finalzustand, oder tue ich es halt eben nicht. Und die Verarbeitung sehe ich jetzt so aus, man ist zu Anfang immer in diesem Startzustand. Und dann gucke ich mir sozusagen das erste Eingabezeichen an. 50. Die 50 wird verarbeitet und dann wird geguckt, ich bin in diesem Zustand, Start. Das kann man nicht so wirklich sehen, nicht da mit dem Dingens drauf. Habe ich nicht hier sowas wie die Pointer? Nee, habe ich nicht. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich ihn darstelle, dass
dass Sie auch das sehen, worauf ich jetzt hier irgendwie gerade zeige auf meinem Tablet. Also wenn ich da bin, ich lese das erste Eingabezeichen, in diesem Fall wäre das die 50, das ist für mich jetzt ein Zeichen, ja, ist die 50-Cent-Münze, und ich ändere dann den Zustand, lande dann hier, in dem Ding. So, ich lese das nächste Eingabezeichen, das ist die 100, ja, die 1-Euro-Münze, ich bin in dem Zustand, komme in diesen Zustand durch die Verarbeitung von dem Zeichen. So, dann wähle ich was aus. Das nächste Zeichen ist das O. Ich bin im Zustand Q150. Ich habe drei Möglichkeiten, Zeichen zu verarbeiten. W, A, O. Und lande dann entsprechend hier. Ja, und das letzte bildet das B. Und ich lande hier unten und ich habe genau den gewünschten Endzustand oder Finalzustand erreicht. Eine andere Eingabe, ich mache jetzt noch mal eine dritte Eingabe, und zwar nehme ich mal die Eingabe 50 A, B. Ja, wenn ich das durchspielen würde, ich bin hier oben, lese die 50, würde auch hier in dem Zustand Q50 landen. Ich würde noch mal die 50 lesen, lande in dem Zustand Q100. Dann lese ich das A und stelle fest, oh, aus diesem Zustand Q100 gibt es keinen Übergang zu einem anderen Zustand, der mit A beschriftet ist. Das heißt, der Automat würde hängen bleiben, ja, und die Eingabe, die ich hier habe, nicht zu Ende bearbeiten. Und was insbesondere auch nicht passiert, sozusagen diese Eingabefolge, die ich hier habe, die endet in keinem Endzustand oder Finalzustand. Das heißt, was passiert? Der Automat gibt kein Getränk aus, er würde sozusagen die Eingabe verwerfen. Ja? Wenn man sich das so als angehender Informatiker oder angehende Informatikerin so vorlegt, ist das irgendwie völlig natürlich. Und jetzt wollen wir das ein bisschen formalisieren. Also das, was ich hier habe, sind eigentlich schon alle Elemente eines endlichen Automaten. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen formaler angucken, aber die Idee steckt hier schon drin. Hier steckt drin, wie ich sozusagen mit einem Automaten arbeite, was wir da reinstecken, nämlich solche Eingabefolgen und was das gewünschte Ergebnis ist. Ist ein endlicher Automat. Und jetzt wird es halt abstrakt. Und das ist ja genau das, was ich mit Ihnen üben will. So ein bisschen Abstraktion. Jetzt machen wir eine Definition von einem endlichen Automaten.